Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu der letzten Folge Böse Nachbarn 2. Nein, 1, Mann. Die letzte Folge, Leute, die letzte Let's Play-Folge und die letzte Ingame-Folge der dritten Staffel. Und ja, ich weiß, wie sie funktioniert. Ich weiß, in welcher Reihenfolge man die Streiche machen muss. Ich hoffe, ich verkack's nur nicht. Alles klar, wir brauchen 9 Streiche, Leute. Kein Jägerlatein. Der Nachbar ist ein begeisterter Jäger und hat schon viele Pokale und Medaillen beim Kleintier-Zielschießen gewonnen, worauf er natürlich sehr stolz ist. Daher poliert er seine Pokale auf Hochglanz, zündet sich ein Pfeifchen an und hört dazu zünftige Blasmusik. Da werden Erinnerungen wach. Doch es bleibt ganz sicher kein Genuss, wenn Woody zum Jäger und der Nachbar zur Beute wird. Alles klar. Leute, ich bin gespannt. Es wird wenig Gekatte geben, tatsächlich. Nur zwischendurch gibt es so ein paar Wartesequenzen, sag ich mal. Bei denen wir halt warten müssen und dann werde ich das halt alles speeden. Upspeeden, so. Ja. Gab es da drin was? Ich weiß es nicht mehr. Nur der Nachbar ist gerade oben. Ja, es gab was, okay. Gut, wir haben schon mal Murmeln, schwarze Schuhpaste, eine Ratte, ein Nagel und Superkleber. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz warten, bis der Nachbar hier wieder weg ist. Und gehen hoch, snacken uns aus dem Mülleimer. Einmal das Stromkabel und den Korken. Wir packen schon mal Schuhpaste in die Metallpolitur. Jetzt ist er erstmal dabei, die Musik anzumachen und genüsslich eine Pfeife zu rauchen. Herrliche Musik. So, jetzt geht er runter. Zack. Wir gehen nach oben. Und gehen an seinen Schreibtisch. Sehr gut. Da haben wir nämlich jetzt Schwarzpulver und die Hundepfeife. Jetzt gehen wir hier an die Schachtel, an den, an die Munition. Und dann in sein Nachtschränkchen. Jetzt müssen wir mal warten. So, jetzt gehen wir fix wieder runter. Okay, ganz fix. Wenn meine Maus funktionieren würde. Und wir packen das Stromkabel hier unten rein. Laden das Gewehr. Und verschließen es mit den Korken. Und jetzt warten wir wieder. Der erste Streich fruchtet gleich. Yeah. Ja, das war der erste Streich. Jetzt warten. Halt. So, und jetzt müssen wir die Hundepfeife nutzen. Jetzt rennt er nämlich hoch. Wir können das Schießpulver da reinpacken. Und den Nagel auf das Ding. So. Jetzt heißt es wieder warten und gleich die beiden Streiche genießen. Oh,
Yeah. Streich Nummer 2 war das. Jetzt kommt Streich Nummer 3. Erstmal explodieren. So, jetzt geht er runter. Wir müssen uns bereithalten. Murmeln hinlegen. Yeah. Erstmal schön Schock. So, jetzt den Superkleber mit dem Jägerhut. Die bissige Ratte mit der Schachtel. Wieder explodiert der Junge. Jetzt noch den Luftballon mit dem Waldhorn. Und das Bett. Und auf den Murmeln ausgerutscht. Sehr schön. Die Augen in dem Karton hier. Da setzt sich den Hut auf. Snackt sich die Medaillen. Oh mein Gott! Und, oh. Jo. Das mit dem Hut ist ein bisschen doof, ne? Und jetzt der letzte Streich, Leute. Seid ihr bereit für den letzten Streich, den wir je spielen werden, dem Nachbarn? Es sei denn, es kommt böse Nachbarn 3. Schön. Dip, 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 dip. 100%. Wahnsinn, die gesamte Staffel war ein durchschlagender Erfolg. Sie sind der Hit des Jahres. Der goldene Nachbar gehört Ihnen. Und somit haben wir jede Folge zu 100% gespielt, Leute. Ist das nicht schön? Aber wir kriegen dafür, wie es aussieht, leider keine Belohnung. Bisschen schade. Hier auch nicht. Farbiger Mauszeiger? Huh. Man kann das Zeitlimit ausstellen? LOL. Krass. Ja, das war's, Leute. Das war Böse Nachbarn. Das komplette Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe so sehr immer noch auf einen dritten Teil, ne? Ich fand den zweiten Teil wirklich besser als den ersten. Hat man ja in vielen Spielen selten, dass man so den zweiten Teil cooler findet als den ersten Teil von der Serie, von einem Spiel oder von der Spieleserie. Die späteren Teile besser als die ersten, schlechter als die ersten. Weil die ersten sind so Retro-Kult, die zweiten werden dann so ein bisschen, nee. Aber ich fand den zweiten Teil um einiges besser. Weiß ich nicht warum, aber es war irgendwie, es hat mehr Spaß gemacht tatsächlich. Ich fand hier die Idee mit dem Schleichen und so ganz cool und so weiter. Aber, ich weiß nicht, irgendwie, ja, war es nicht so geil. Aber es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist Böse Nachbarn, Leute. Es ist halt einfach, es ist cool. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich diese Spielereihe damals entdeckt habe. Ich glaube, mein Vater hatte die. Oder hatte den zweiten Teil zumindest. Und ich habe den immer gespielt bei ihm. Und seitdem liebe ich diese Spielereihe. Einfach schön. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part, alle Parts. Und wir sehen uns bei das nächste Projekt, was tatsächlich sogar schon aufgenommen wurde von mir. Ja. Haut da rein!